Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Survive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Im letzten Video habe ich euch schon mal erzählt, dass jetzt eine kleine Survival-Reihe hier auf meinem Kanal startet. Ich möchte mich kleineren und größeren Herausforderungen im Survival-Bereich stellen und euch dabei mitnehmen. Ich glaube, dass das super, super spannend wird, weil ich selber noch nicht so viel Erfahrung im Bereich Survival habe. Natürlich gibt es beim Thema Bushcraft und Survival so die ein oder andere Überschneidung, aber so richtigen Plan habe ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen glaube ich, dass genau diese Videoreihe super, super spannend werden kann. Was wir heute machen, ist, dass wir uns das Messer anschauen, was ich mir für diese Survival-Reihe überlegt habe, mit dem ich dann hoffentlich zum absoluten Survival-Profi werde. Wichtig, liebe Freunde, in diesem Video geht es erstmal um das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Was ist das für ein Messer, Kosten und so weiter und so fort. Falls ihr einen ausführlichen Messertest aller Survival mal den sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt aber auch gerne dazu, welchen Test ihr gerade sehen wollt. Dann können wir als nächstes das Messer einmal testen, bevor wir dann richtig mit der Survival-Reihe durchstarten. Weil ich habe das eben ausgepackt und wir schauen uns jetzt gemeinsam das erste Mal zusammen an. Bevor wir uns das Messer jetzt wirklich im Detail anschauen, möchte ich euch einfach nochmal erzählen oder erklären, was mir vor allem wichtig war. Mir war wichtig, dass es ein Messer ist, was eine One-Tool-Option sein kann. Das heißt, ein Messer, mit dem man nur alleine rausgeht und so viele Möglichkeiten hat, wie es nur hergibt. So was ähnliches wie ein Kukri zum Beispiel, was vielseitig ist zum Hacken und so weiter und so fort. Mir war von Anfang an bewusst, dass es definitiv nicht 42A konform wird, da einfach dort ja meiner Meinung nach einige Möglichkeiten, die das Messer normalerweise hat, verloren gehen. Was mir auch wichtig war, wie auch wieder bei einem Kukri, dass es kopflastig ist, da man ja davon ausgeht, auch ohne Säge oder ähnliches draußen zu sein. Und ich finde, hacken mit einem Messer zu können, ist schon nochmal ein Gamechanger und kann einem vieles, vieles erleichtern. Und wenn du da anfängst, mit so einem kleinen Messer zu hacken, da bist du übermorgen noch nicht fertig. Letzter Punkt, der für mich noch wichtig war, war natürlich die Optik. Es sollte mir natürlich gefallen. Ich bin kein Fan mehr von taktischer Ausrüstung. Wer weiß, vielleicht ändert sich das irgendwann auch nochmal oder in anderen Bereichen vielleicht mehr taktisch, mehr Bushcraft-mäßig. Ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber was das Messer angeht, ja, wollte ich ja etwas haben, was ein bisschen rustikaler aussieht, bushcraftig aussieht. Ein Messer aus Holz und Stahl. Das ist das, was ich mag. Ich bin kein Fan von dem Plastikspektakel. Genau, und jetzt wisst ihr, was mir ja bei der Messersuche sehr, sehr wichtig war. Ach so, was mir sonst auch noch wichtig war, ist, dass es etwas ist, was man nicht standardmäßig bei jedem zweiten YouTuber sieht. Ich bin immer Fan davon, Dinge zu haben, die nicht jeder hat. Dementsprechend ist es ein Messer von einer spanischen Firma geworden, und zwar das Joker Nomad 6.5. Ein richtig, richtig geiles Teil. Wunderschönes Walnuss-Griffholz. Es ist leicht kopflastig. Es hat einen ja ähnlichen Anschliff. Ich glaube, ein Ballenschliff. Ich kenne mich mit diesen ganzen Fachbegriffen nicht aus. Will ich auch gar nicht. Das Messer muss funktionieren, muss mir gefallen. Und für die Fachbegriffe seid ihr dann in den Kommentaren verantwortlich. Aber genug gebabbelt, wir schauen jetzt an, was für ein Stahl, dies, das, jenes, und damit auch die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Menschen alle zufrieden sind. Bei dem Joker Nomad 6.5 in der Walnussholzoptik handelt es sich natürlich um ein Messer mit einer Fulltank-Klinge. Der Stahl ist ein Böhler N695er Stahl. Die Gesamtlänge des Messers beträgt 29 cm. Die Klingenlänge sind 16,5 cm, Klingenstärke 5 mm und die Klingenbreite 3,5 cm. Das reine Gewicht des Messers sind 328 Gramm, inklusive der Lederscheide mit 462 Gramm. Sonst haben wir noch ein bisschen Paracord mit dabei. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an
den Söldner Messershop. Denn die sind mir preislich mit dem Messer sehr entgegengekommen. Hab ein bisschen von der Survival-Reihe erzählt. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Hab mich für dieses Messer entschieden und haben noch ein bisschen drüber gequatscht, dass es eine super, super coole Wahl ist. Und dementsprechend schaut gerne mal bei dem ersten Link unten in der Videobeschreibung vorbei. Super cooler Shop, sehr kompetent, schöne Messer am Start. Und vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal fürs zur Verfügung stellen bzw. preisliches Entgegenkommen. Kommen wir noch zu einem optischen Punkt, der mir bei diesem Messer sehr, sehr gut gefällt. Wie man auch sehen kann, es ist natürlich genietet, also da kann man nicht die Griffschalen wechseln oder so, aber Thema Griffschalen ist hier diese schwarze, dezente Linie, ich weiß nicht auch hier genau, wie man das nennt, aber oft ist es bei solchen Messern so, dass das in Rot ist, in irgendeinem Grün oder Orange und es taugt mir wirklich, wirklich gar nicht. Ich meine, ist cool, man findet das Messer mal schneller wieder, falls es irgendwie verloren geht, aber diese schwarze Optik mit dem braunen Walnussholz und dieser silbernen sexy Klinge, Heidewitzka, ist wirklich, wirklich eine Kleinigkeit, die ich mir immer wieder gerne anschaue und sehe, ey, puh, richtig, richtig schön gemacht. Damit schließen wir die Zahlen, Daten, Fakten, Messervorstellung, liebe Freunde. Wollt ihr, jetzt ist wichtig, 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 wollt ihr, dass wir das einfach direkt in den Einsatz bringen und gucken, was es taugt? Oder sollen wir dem Messer einfach nochmal einen richtig, richtig schönen Survival-Muddin-Messertest unterziehen? Hättet ihr da Bock drauf, ja oder nein? Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist, einmal unten in die Kommentare damit. Und sonst kommt eventuell dann nur noch der Messertest oder wir legen endlich mit der Survival-Reihe los. Ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr auch. Falls ja, gerne Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr auch kein weiteres Video mehr verpasst. Jetzt bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin mit am Start wart. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt bis dahin auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen, außer von mir. Ciao.